Ja, deswegen haben wir in Holland gerade einen Bürgerkrieg. Die Bauern fahren mit Treckern Räumungspanzer, Wasserwerfer aus dem Weg, zünden Strohballen, Reifen an, blockieren Autobahnen, Straßen. Moin Freunde, Christian Tadic hier mit einem sehr wichtigen Video. Es herrscht momentan Krieg, aber nicht so, wie du vielleicht denkst. Wir haben ein sehr von Hollywood geprägtes Bild von Krieg. Wir denken bei Krieg an Männer mit Maschinengewehren, die aufeinander schießen, an fliegende Handgranaten, an Panzer, abgetrennte Körperteile. Aber Krieg findet auf anderen Ebenen statt. Es ist Wirtschaftskrieg, es ist ein geostrategischer Krieg. 15% des Weltgetreides kommt aus der Ukraine. Wir haben momentan überall sehr, sehr schlechte Ernten. In Spanien gibt es eine Heuschreckenplage. Es gibt Dürrekatastrophen. Und jetzt kommen die Politiker, Umweltministerin, bla bla bla, mit tollen Lösungen, die ich theoretisch gar nicht für so schlecht halte. Aber angesichts dieser Situation sind sie katastrophal, denn sie führen zu einer riesengroßen Katastrophe. Wir können in diesem Sinne das, was auf den Georgia Guidestones steht, sollten wir sehr ernst nehmen. Ja, und wenn ihr nicht wisst, was darauf steht, googelt es und lest es durch. Wenn ihr es überhaupt noch bei Google findet. Jeden Tag hören in Deutschland 8 Milchbauern auf, hängen ihren Beruf an den Nagel, weil sie nicht mehr können. Das sind 3000, etwa knapp 3000 im Jahr. Allein im letzten Jahr hat der Schweinebestand in Deutschland um 10% abgenommen. Und 10% der Bauern haben dicht gemacht. Ja, das ist eine ganz neue Dimension, wie gegen den Agrarsektor gearbeitet wird. Gleichzeitig steigen die Preise in den Supermärkten für Lebensmittel. Die Bauern bekommen davon aber nichts ab. Die Bauern ernten hier Spargel, Erdbeeren, Kirschen und werden zerstört mit Billigware aus anderen Ländern, mit der sie nicht konkurrieren können. Salat wird importiert. Kirschen werden importiert, Erdbeeren werden importiert. Ja? So, dass die Bauern dieses Jahr ihre Spargelfelder zerstört haben, weil sich die Ernte nicht gelohnt hat. Gleiches gilt für Erdbeeren. Jetzt kommt dazu, dass es starke Sanktionen gibt. Die Bauern dürfen keinen Stickstoff mehr benutzen. Also müssen diesen erheblich reduzieren. Und in Holland Dünger, ja. Absolut wichtiger Dünger. Und unsere Felder, ja, die größten Böden, die meisten Böden hier sind ziemlich kaputt. Das ist ein reines Substrat, da kann man nichts mehr anbauen ohne Dünger. Ich selbst bin für Ökolandwirtschaft, aber das geht so schnell nicht. Und nicht angesichts dieser Lage, in der wir gerade stecken. 30% weniger Dünger bedeutet auch 30% weniger Ernte. Ja, deswegen haben wir in Holland gerade einen Bürgerkrieg. Die Bauern fahren mit Treckern Räumungspanzer, Wasserwerfer aus dem Weg, zünden Strohballen, Reifen an, blockieren Autobahnen, Straßen. Ja, über 500 Trecker. Und ihr wisst, wie groß diese Dinger sind, wenn ihr mal 500 davon auf einem Haufen seht. Für 30% der Bauern in den Niederlanden bedeutet das das Aus. 30% müssen aufhören, wenn der Stickstoff, die Ausfuhr von Stickstoff reduziert werden soll. Das heißt, in Holland befinden sich die Bauern in der Lage, dass sie entweder aufhören, ihren Beruf an den Nagel hängen und eine Ausgleichszahlung akzeptieren. Gleichzeitig müssen sie unterschreiben, dass sie nie wieder als Landwirte in Holland arbeiten werden. Oder ihnen wird der Hof weggenommen. Ja, das sind die Optionen, die
die Bauern in Holland gerade haben. Wir leben schon im Kommunismus. Wir sind gerade drin. Der Staat hat über Privateigentum und so weiter einen großen Einfluss darauf. Ja? In den USA wäre das beispielsweise undenkbar, dass irgendjemand dir erzählt, was du auf deinem Grundstück zu machen hast. Noch. Wenn die Gasrationen weiter reduziert werden, dann führt das dazu, dass es kaum noch Eier geben wird und kaum noch Hähnchen geben wird. Denn im Winter brauchen die Hähnchenproduzenten, die Eierproduzenten, müssen ihre Ställe beheizen, da sie sonst den Tierschutzverordnungen nicht nachkommen können. Und wenn sie dem nicht nachkommen können, werden die Betriebe dicht gemacht. Es kommt dazu, dass es auch einen erheblichen Abbau gibt im Bereich Hähnchen, Puten und so weiter. Ja? Und es gab schon mal, 1915 hat man alle Schweine in Deutschland geschlachtet, damit sie der Bevölkerung als Nahrung dienen können und gleichzeitig das Getreide frei wird. Ja, die Menschen das Getreide fressen können, da es nicht mehr an Schweine verfüttert werden kann, braucht. Das hat dazu geführt, dass 1915 in Deutschland 800.000 Menschen verhungert sind. Denn es war kein Dünger mehr da, um die Getreidefelder zu düngen. Außerdem ist viel von dem Schweinefleisch damals, 1915, einfach schlecht geworden. So, das zur Lage. Jeder, der eine militärische Ausbildung hat oder sich etwas mit diesen Dingen beschäftigt hat, der weiß, dass es hauptsächlich drei Dinge sind, die man kontrollieren muss, um den Gegner zu beherrschen. Das ist A, die Nahrungsmittelversorgung, das ist B, die Kommunikation und C, die Energieversorgung. Ja, und es gibt ein riesengroßes Monopol. In Deutschland werden die gesamten Nachrichten von den großen Medienzentralen weitergeleitet. Ja, kleine Nachrichtenagenturen und so weiter, die bekommen ihre Nachrichten, was überregionale Themen anbelangt, von den großen Zentralen. Und diese gehören eigentlich weltweit zu einem Unternehmen. Und das könnt ihr alles überprüfen. In Deutschland sind es, glaube ich, fünf große Nachrichtenagenturen, die gesamten Zeitungen, Zeitschriften und so weiter, alles was es da gibt, gehören zu diesen fünf großen Mediengruppen. Bertelsmann, Bild und was weiß der Geier, weiß es vielleicht. Ja. Also ihr könnt, ich kann mir das nicht alles merken, ihr könnt das selbst recherchieren. Dazu kommt jetzt noch, dass das nicht alles schon genug wäre, dass die Bauern jetzt in dieser Situation mit diesen katastrophalen Ernten, mit der Situation in der Ukraine, wo 15% des gesamten Weltgetreides herkommen, die Bauern jetzt noch 10 oder 15%, ich weiß es nicht, alles aus dem Kopf, ich mache das Video jetzt zwischendurch und spontan, weil es wichtig ist, ihrer Flächen brach liegen lassen müssen. Das heißt, sie dürfen diese Flächen nicht beackern, nicht bewirtschaften. Ja, und das ist erst der Anfang. Wer weiß, was noch kommt, wenn uns auf einmal eine Tierseuche begegnet. Ja? Eine Tierseuche. Und dann der Schweinebestand platt gemacht wird, Geflügelbestand platt gemacht wird und so weiter. Ja, man möchte den Agrarsektor komplett zerstören, damit die Autonomie, die Autarkie
der Menschen Schwächen. Und das gab es in der Geschichte auch schon. Beispielsweise waren Esskastanienbäume, Esskastanien, Maronen, in Deutschland einmal sehr weit verbreitet. Ja, irgendwann im Mittelalter war das ein verbreiteter Baum, der den Leuten hier geholfen hat, über den Winter zu kommen. Ja. Und auf Anordnung des damaligen Königs wurden diese ganzen Esskastanien alle gefällt und stattdessen Rosskastanien gepflanzt, die man nicht so einfach essen kann. Ja. Man möchte die Leute abhängig haben, kontrollieren und dann wahrscheinlich mit genetisch veränderter Nahrung, mit Industrienahrung, ja, Fleisch aus dem Labor, Milch aus dem Labor und so weiter. Ganz große Firmen gibt es da jetzt in Dänemark, die Milch im Labor herstellen. Die Menschen abhängig machen von dieser Industrie. Ja, Bill Gates ist der größte Landbesitzer in den USA. Doch der größte, auch der allergrößte Landbesitzer weltweit, je nach Quelle, ist Jeff Bezos. Ist die Lösung gegen den globalen Hunger, gegen die Trockenheit, gegen ausfallende Ernten? Gentechnik. Und dazu möchte ich dir Folgendes erzählen. Eine Hand Erde, gute Erde, aus Humus besteht. In einer Hand Erde befinden sich so viele Mikroorganismen, wie es Menschen auf diesem Planeten gibt. Etwa 7 Milliarden Mikroorganismen in einer Hand Erde. Um einen Zentimeter, damit ein Zentimeter Humusschicht entsteht, braucht es 1000 Jahre. 1000 Jahre. Damals war es so, dass es 800 bis 2000 Jahre gedauert hat, bis ein Acker unbrauchbar geworden ist, ja. Er kaputt gewirtschaftet worden ist. Bodenerosion, bedingt durch Hitze, durch Wind. Ja, Wind, wenn der Boden offen ist, nicht bedeckt ist, dann kann ein Wind kommen und den Boden wegtragen. Und dann ist ein Boden vernichtet. Es hat sich erst im 18. Jahrhundert durchgesetzt, dass die Menschen da wirklich hintergekommen sind. Dass Hecken gepflanzt werden müssen. Dass Bäume dastehen müssen auf Feldern. Dass der Boden bedeckt sein muss. Dass man nicht jedes Jahr das Gleiche pflanzt. Dass man dem Boden Ruhephasen gönnt und so weiter. Und von da an sind die Böden immer gut gepflegt, von einer Generation, vom Vater an den Sohn weitergegeben worden, ja, als Lebensgrundlage. Haben die Bauern die Böden gut gepflegt. Das, was jetzt gerade stattfindet, diese großen Felder ohne Hecken und so weiter, die großen LPGs, die großen landwirtschaftlichen Genossenschaften und so weiter, ja. Diese wurden subventioniert. Ja, in den letzten 20 Jahren hat sich der Bestand der Bauern in Deutschland halbiert. Durch die Subventionspolitik. Wir haben Probleme mit Waldbränden. Nicht nur mit Waldbränden, sondern auch mit Trockenheit, dem Borkenkäfer und so weiter. Im Harz sind 70% aller Bäume tot. Und jetzt möchte ich dir etwas sagen. Warum gibt es so viele Monokulturen? Weil diese Monokulturen vom Staat subventioniert worden sind. Das heißt, wenn du als Waldbesitzer
einfach mal eine Birke und eine Eiche in deinem Kiefernhain stehen lassen hast, dann hast du kein Geld mehr bekommen, keine Subventionen. Ja, und auf diese Art und Weise, durch diese verlogene Steuerpolitik, Subventionspolitik und so weiter, werden die Bauern und Menschen enteignet und die Böden werden zerstört. Ja, die kleinen Bauern, die nur so viel Land haben, dass sie sich auch gut darum kümmern konnten, wurden vernichtet. Und die Tiere sind meistens von diesen kleinen Landwirten, von kleinen Schweinehaltern zu großen Schweinehaltern gewandert. Aber auch das ist jetzt anders. Denn diese Schweine wandern jetzt nicht mehr von den kleinen zu den großen, sondern der Schweinebestand geht zurück und auch die Anzahl der großen Schweinehalter beispielsweise geht zurück. Und wie gesagt, die Tierhaltung liefert auch wichtigen, es gibt so viel zu kritisieren an der konventionellen Landwirtschaft. Ja. Aber darum, das ist jetzt nicht primär in diesem Video, kann ich jetzt nicht auf alles eingehen. Die Schäfereien, ja, und kleinen Betriebe, all diese wurden bankrott gemacht durch Billigware aus dem Ausland, durch diese beschissene Politik. So, dass es immer größere Höfe gibt, diese großen landwirtschaftlichen Genossenschaften mit riesengroßen Maschinen über die Äcker fahren, alle Hecken runterreißen, Bäume fällen, weil man mit diesem großen Gerät auf solchen Flächen nicht so gut klarkommt oder es einfacher ist. Und der Boden wird dadurch zerstört. Ja, wenn es keine Hecken gibt, dann ist der Boden dem Wind ungeschützt ausgesetzt. Das führt dazu, dass er stärker vertrocknet. Wenn diese großen Traktoren und Erntemaschinen über die Felder fahren, vor allen Dingen im Herbst und je nachdem, was für einen Boden es da gibt, dann findet eine Bodenverdichtung statt. Und diese Bodenverdichtung, die geht bis auf 6 Meter. Ja? Auf 6 Meter ist der Boden verdichtet. Und da lebt auch kein Maulwurf mehr oder kein Regenwurm. Was jetzt passiert mit der Bodenverdichtung, warum sie so problematisch ist, ist, dass es gewisse Kanäle gibt in der Erde, durch die normalerweise der Regen, die Feuchtigkeit nach unten sickert. Und auch andere Kapillarsysteme im Boden, durch die die Feuchtigkeit wieder nach oben kommt. Und wenn jetzt so ein schweres Gerät mit 70 Tonnen bei der Ernte von Zuckerrüben im Herbst, bei feuchtem Boden, ja, feuchter Boden verstärkt diese ganze Sache noch, über dieses Feld fährt, dann verdichtet sich der Boden und diese Bodenverdichtung bleibt da. Du kannst sie auch nicht mehr pflügen auf dieser tiefen Schicht. Ja? Und es dauert 10.000 Jahre, schätzt man, bis sich sowas wieder auf natürliche Art und Weise naturiert hat. So. Das Wasser fließt jetzt also nicht mehr nach unten. Und durch diese festen Bodenschichten wurzeln die Pflanzen flach und nicht mehr tief. Das heißt, auch bei der Trockenheit könnten viele Pflanzen klarkommen, wenn die Bodenschichten nicht so verdichtet wären. Was wiederum durch die Subventionspolitik gewährleistet worden ist in den vergangenen Jahren. Die Politik hat auf allen Ebenen versagt und vernichtet die Lebensgrundlage. Ja, weltweit verschwinden jährlich Millionen Quadratmeter, Millionen Hektar an Böden. Ja, diese Böden, diese Vernichtung der Böden ist wirklich eine der größten Bedrohungen für die Menschheit. Das alles wurde subventioniert von der Politik. Und jetzt gibt man den Bauern die Schuld für die ganze Sache. Ja, jetzt sind die Bauern die Bösen. Jetzt müssen wir den Agrarsektor einstampfen. Fleisch,
Ja? Kühe produzieren Methan und sind ganz schlecht für das Klima, wird uns erzählt. Die Kühe produzieren Methan, weil die in Ställen gehalten werden und mit Dingen gefüttert werden, mit Getreide gefüttert werden, mit Silage gefüttert werden, die völlig unnatürlich ist für eine Kuh zu fressen. Ja? Wenn Kühe auf der Weide sind, dann produzieren die hochwertiges Fleisch, sie produzieren hochwertige Milch, die ernährungsphysiologisch sehr wertvoll ist, aber nur, wenn diese Kuh gutes Gras gefressen hat. Ja? Wenn du diese Kuh so hältst, artwidrig hältst, ja, dann ist das die Milch für dich schlecht, weil das Fettsäureverhältnis schlecht ist, weil sie voll mit Östrogen ist, mit Medikamenten ist. Du musst den Kühen dann auch noch Medikamente geben. Ja? Also ich selbst habe Schafe, ja, und meine Schafe brauchen überhaupt gar keine Medikamente, kein einziges Medikament. Ja? Und die sehen besser aus als, ja, die sind super gesund, weil sie natürlich gehalten werden. Und meine Schafe schützen den Boden, ja, indem sie die oberen Schichten festtrampeln, aber ihn nicht verdichten. Sie sorgen für eine dichtere Grasnarbe. In der Wolle eines Schafes hast du 50.000 Samen von verschiedenen Pflanzen. Sie sorgen für eine erhöhte Artenvielfalt. Ja, da kommst du nicht mit einem Mähdrescher da irgendwie entlang und alles wird zerhäckselt, was da lebt. Heuschrecken, Schnecken und so weiter, Käfer, ja, Bienen, ja, sondern das Schaf frisst da. Der Boden wird nicht umgegraben und der Acker liegt brach. Ja, Boden sollte eigentlich nie, in der Natur ist Boden immer bedeckt. Es gibt in der Natur eigentlich keine Böden, die nicht bedeckt sind. Ja, wenn du ein Loch buddelst irgendwo, nach einer Weile ist das bedeckt. Ja, die Pflanzen schützen die Erde vor der Sonne, vor Austrocknen, vor dem Wind. Und das ist notwendig. Ja, und wenn diese Bauern, ja, und das alles wurde subventioniert, ja, diese ganzen großen Höfe und die kleinen Bauern, die ihre Tiere draußen halten, sind pleite gegangen. So. Und wenn die Kühe draußen auf der Wiese gehalten werden, ja, dann ist die Scheiße, der Stickstoff, den sie da düngen, nicht super konzentriert, weil er irgendwie in einem Monat im Jahr alles auf die Wiese kommt und dann bei Regen in die Flüsse fließt. Nein, die wird kontinuierlich Jahr für Jahr ganz langsam abgegeben und Kühe sorgen für fruchtbare Böden. Ja, ich möchte dir etwas sagen. Ja, alles, was wahr ist, hat eine gewisse Ästhetik. Alles, was nicht wahr ist, ist hässlich, ist asymmetrisch. Gott, die Welt hat uns, das Universum hat uns ein Verständnis für Ästhetik gegeben. Und wir können daran beobachten, dass wir uns von der Wahrheit entfernen, wenn wir von der Ästhetik weggehen. Ja, was ist ästhetischer? Ein junger Mann, der trainiert, der einer Mission folgt, der etwas tut, der sich engagiert? Oder ein Mann, der Fastfood in sich reinstopft, Pornos guckt und schwer übergewichtig ist und nicht nach draußen geht? Was ist ästhetischer? Eine junge Mutter, die 18, 20, 22 ist mit einem Kind, eine wunderschöne junge Frau mit einem Kind, oder eine Frau, die 45 ist, ein Kind bekommt, wie es immer häufiger der Fall ist, das in vielen Fällen auch aufgrund des Alters autistisch ist. Ja, die Autismuszahlen gehen ganz heftig nach oben, auch wieder ein Signal von der Natur. Genauso wie das Brustkrebsrisiko bei Frauen umso mehr steigt, je später sie schwanger werden. Oder eine Frau, ja, eine alte Frau mit einem Kind, die ihr Kind auch noch in die Kita abschiebt, wo es am Ende des Tages einen Cortisolspiegel hat wie ein Manager. Was ist ästhetischer? Plattenbauten
in der Stadt mit kranken, unzufriedenen Menschen, die Drogen verkaufen, oder Bauernhäuser in den Schweizer Bergen. Ästhetik, Schönheit ist ein Parameter, das wir haben. Wenn wir uns die Architektur anschauen und so weiter, ja, dann können wir immer sehen, wie sehr wir uns von der Wahrheit entfernen. Ich sage nicht, dass alles, was sich gut anhört, wahr ist und alles, was sich schlecht anhört, schlecht ist. Aber Ästhetik ist etwas, das uns mitgegeben worden ist. Plato hat uns drei Dinge mitgegeben, die wir verfolgen sollten. Das ist einmal das Gute, das Wahre und das Schöne. Was ist gut? Das ist schwer zu sagen. Was ist wahr? Noch schwieriger zu sagen. Aber was ist schön? Ja, das ist einfach zu sagen. Was Ästhetisches. Wir finden Dinge mit einer gewissen Symmetrie, den goldenen Schnitt, ästhetisch. Blumen sind schön. Ein Bauernhaus ist schön, eine junge Frau ist schön. Ja. Menschen, die sich natürlich ernähren, ihre Zeit in der Sonne verbringen, sind schön. Du kannst aus jedem Menschen einen schönen, gesunden Menschen machen, wenn du ihm gutes Essen gibst, soziale Kontakte gibst, eine Herausforderung gibst und Sonne. Ja. Jeder Mensch wird schön, aber du kannst jeden Menschen auch hässlich machen, wenn du ihn irgendwie einsperrst, ihn vor den Computer sperrst, ihn mit Scheiße fütterst und ihn irgendwelche Injektionen reinballerst, die er vielleicht überhaupt nicht haben möchte. Die Ästhetik. Folgt der Ästhetik, Leute. Um die Wahrheit zu finden. So, und jetzt nochmal. Ist gentechnisch veränderte Nahrung die Zukunft? Ist sie nicht? Und ich erkläre dir warum. In einer Hand guter Erde hast du also 7 Milliarden Mikroorganismen. Wenn du jetzt genetisch manipulierten Soja pflanzt, der gut mit Trockenheit zurechtkommt, dann wird auf diesen Feldern beispielsweise Glyphosat ausgebracht. Und diese Pestizide, Insektizide, Fungizide und so weiter, Herbizide, töten alles, was nicht Soja ist. Sie töten alles, was nicht Soja ist. Nur die Sojapflanze wird davon nicht beeinträchtigt. Das heißt, sie töten diese ganzen 7 Milliarden Mikroorganismen, die allein in einer Hand Erde sind. Und die Erde geht dadurch kaputt. Das organische Material geht davon, wird zerstört dadurch. Denn ein Boden, ein guter Boden ist lebendig. Du kannst ihn füttern, wie ein Schwein. Ja, da sind Mikroorganismen drin und du schmeißt da kleine Stücke organischen Materials drauf, Bananenschalen, was weiß der Geier was, dein Kompost eben. Und wenn das ein lebendiger Boden ist, ein guter Boden, ja, dann fressen diese Mikroorganismen dieses Grünzeug, diesen Kompost innerhalb kürzester Zeit auf und machen daraus beste Erde. Ja, und das Gewicht von diesen Mikroorganismen auf einem Kubikmeter Erde entspricht ungefähr dem eines Schweines. Und ein guter Boden kann auch genauso viel Zeug verstoffwechseln, wie es ein Schwein kann. Ja? Und durch solche Böden bekommt man wirklich Rekordernten, wie du sie dir nicht vorstellen kannst. Ich möchte euch ein paar Lösungen vorschlagen. Wenn du hier über den
Kontinent fliegst, von Asien Richtung Europa, fliegst du über vielleicht Afghanistan, über Russland. Und wenn du dann nach unten schaust, Pakistan und so weiter, nach unten schaust, dann ist unter dir Wildnis. Sobald du dich Polen auch noch ein bisschen mehr Wildnis, aber sobald du über Deutschland fliegst, ist die ganze Fläche besteht aus kleinen Rechtecken. Wir leben hier in einer Kulturlandschaft. Inzwischen ist es eine Unkulturlandschaft in vielerlei Hinsicht. Aber diese Kulturlandschaften, die sich im 17., 18. Jahrhundert besonders so rausgebildet haben, mit den Heckenbilden und so, haben dazu geführt, dass sich die Artenvielfalt noch erhöht hat. Ja, weil auf einmal Lebewesen wie Rehe, Hasen und so weiter, Igel, einen guten Lebensraum hatten, den sie vorher nicht hatten. Ja, weil diese Hasen und so weiter auch in Wäldern beispielsweise nicht so gut zurechtkommen, wie auf Feldern mit Hecken und so weiter. Oder auch Rehe. Die brauchen was zu fressen. Genau, wir haben ja also eine Kulturlandschaft. Und wir brauchen hier keine Wildnis. Ja? Wir können hier nicht in einer Wildnis leben, wenn wir eine der dicht besiedelsten Regionen der Erde sind. Wenn wir Wildnis haben wollen, müssen wir woanders hingehen. Aber wir können hier unsere Kulturlandschaft noch verbessern und hier weiterarbeiten. Durch Permakultur. Ja, Permakultur und ökologische Landwirtschaft ist für die Zukunft das Einzigste, was wirklich würdig ist, dem Menschen und der Natur gegenüber würdig ist. Denn diese genetisch veränderte Scheiße richtet sich gegen das Leben. Es zerstört das komplette Leben im Boden und du doktorst da an Gottes Schöpfung rum, an dem Bauplan der Natur und veränderst ihn. Und wohin das führt, das können wir nicht wissen, das wissen wir noch nicht. Denn es gibt da keine Langzeitstudien zu. So, wusstest du, dass in Deutschland, wenn du Waldbesitzer bist, du darfst da keine Kirschen pflanzen, du darfst da keine Walnüsse pflanzen und du darfst einen Haufen Zeug gar nicht pflanzen in deinem Wald. Man sagt dann, das ist artfremdes Gehölz. Warum fangen wir nicht einfach mal an, in den Wäldern beispielsweise wieder Esskastanien zu pflanzen, Obst zu pflanzen, ja? In den Wäldern großwachsende Obstgehölze, um einfach Walnüsse zu pflanzen beispielsweise. Wir könnten in unseren Wäldern, die jetzt nur für Forstwirtschaft genutzt werden, könnten wir Holz produzieren und wir könnten Nahrung produzieren für Mensch und Tiere, die wir hier global hätten, lokal hätten, ohne sie importieren zu müssen. Aber das ist verboten. Ja, das ist verboten. Gleichzeitig könnten wir beginnen, auf den großen Feldern Bäume zu pflanzen. Das Ganze wird gemacht beispielsweise in Frankreich, das sind Agroforste und das führt dazu, dass die Erntemenge, Getreidemenge steigt. Ja, wenn du Pappeln auf ein großes Feld pflanzt, auf ein Weizenfeld, dann entsteht dadurch eine Symbiose. Nicht nur die Pappeln wachsen schneller, dadurch, dass der Boden umgepflügt wird, sondern das Getreide wächst schneller. Denn die Pappel sorgt für mehr Feuchtigkeit, sie holt Feuchtigkeit hoch, sie holt Nährstoffe hoch aus ganz tiefen Bodenschichten. Und diese Nährstoffe fallen dann in Form von Blätter im Herbst von dem Baum, bedecken den Boden, düngen den Boden, liefern Nahrung für beispielsweise Regenwürmer und so weiter. Und gleichzeitig wachsen die Pappeln schneller. Ja, Pappeln sind sehr schnell wachsende Bäume und die wachsen schneller. Win-Win-Situation. Ja. Der Boden wird in sehr heißen Sommertagen durch diese Bäume auf Feldern auch noch beschattet und das Ganze ist ästhetisch.
Was ist ästhetischer? Bäume auf solchen Feldern oder Agrarwüsten? Gleichzeitig könnte man wieder mit Waldweide anfangen. Ja? Historisch gesehen ist das etwas sehr Neues, dass Forstwirtschaft und Waldwirtschaft voneinander getrennt worden sind. Aber damals gab es alte Rassen in Deutschland von Tieren, wie der Thüringer Waldziege beispielsweise. Ja, und Ziegen fressen Blätter. Wir haben in Deutschland ein riesengroßes Problem beispielsweise mit Brombeeren im Wald. Ja, du kannst nicht mehr durch den Wald gehen, weil der ganze Boden voll ist mit Brombeeren. Und Brombeeren wachsen immer da, wo der Boden geschunden worden ist. Ja, wenn du da mit so einem Harvester, so einer Erntemaschine durch den Wald fährst und so weiter, den ganzen Boden kaputt machst, ja, dann wachsen da überall Brombeeren und du kannst da nicht mehr durchgehen. Auch die Tiere kommen da kaum noch durch. So. Efeu. Es gibt weltweit, nehmen Schlingpflanzen zu. Ja, durch die veränderte Zusammensetzung der Luft heutzutage wachsen Schlingpflanzen besser. Und diese Schlingpflanzen sind ein Problem für die Bäume, weil sie die Bäume abwürgen zum Teil. Ja? Und man könnte dieses Problem lösen, indem man einfach jetzt wieder Tiere nicht extensiv, also nicht zu intensiv, aber beispielsweise wieder im Wald hält. Und dann auch lichte Flächen schafft, das heißt lichtere Wälder, so wie sie historisch auch gewesen sind. Ja, Wälder, in denen du auch mal eine schöne Grünfläche hast, die nicht zu dicht sind, in denen es alte Bäume gibt und so weiter. Und da könnte man zusätzlich Nahrung schaffen im Wald. Ja, die Tiere hätten ein artgerechtes Leben im Wald, Schafe, Ziegen, Schweine. Durch die richtige Bewirtschaftung mit Schafen, mit Ziegen im Wald wäre sogar mehr Futter für die Rehe und so weiter zur Verfügung. Ja, denn durch das Abfressen wächst das Gras und so weiter dichter. Du kannst in Australien beispielsweise, du kannst Prozesse, die in der Natur 100 Jahre dauern, mit Schafen oder Ziegen, wenn du sie richtig einsetzt, in einem Jahr vollbringen. In Australien haben sie ein Riesenproblem mit Buschfeuern. Und da kommen wir wieder zu diesen Brombeerhecken. Diese Brombeerhecken wachsen und wachsen und wachsen. Und in diesen Brombeerhecken ist ganz viel vertrockneter Scheiß. Vertrocknetes Holz. Und dieses Holz ist leicht entflammbar, wenn es trocken ist, und brennt wie Zunder. Ja? Und sorgt für diese riesigen Buschfeuer, die sich so schnell ausbreiten. Und wenn du das Ganze einfach mit Ziegen von Ziegen abfressen lässt, dann hast du Top-Nahrungsmittel, die Waldbrandgefahr wird gesenkt, die Artenvielfalt erhöht sich, denn es entstehen wieder neue Lebensräume, wo beispielsweise Orchideen wachsen können. Ja, die brauchen nämlich lichte Wälder beispielsweise, die extrem selten sind heutzutage. Ja, gleichzeitig könnte man durch das Anpflanzen von Obst, Walnuss, Esskastanien und so weiter, auch hier im Wald dafür sorgen, dass die Bevölkerung sich lokal versorgen kann. Ganz einfach, ohne Emissionen und so ein Dreck. Ja, und abhängig ist, gesund ist, weil sie natürliches, gesundes Essen hat, intelligent ist, Sonne bekommt, sich in der Natur bewegen kann, Terpene, Tannine einatmet. Ja, diese Geruchsstoffe aus dem Wald, die fördern die Gesundheit, stärken das Immunsystem, verbessern die Libido, erhöhen Wachstumshormone, Sexualhormone, das alles ist wissenschaftlich belegt, senken das Krebsrisiko im Waldaufenthalt. Ja, und Tieren, für Tiere wird da nichts anderes gelten. Ja. Wir haben da diese Möglichkeit oder die Gentechnik, alles aus dem Labor kommen zu lassen, die Boden zu zerstören, abhängig von der Industrie zu sein und ja, das zu kaufen, was Bill Gates möchte, oder halt auch nicht mehr in den Laden zu kommen, weil man irgendwie keinen
grünen Pass hat, wenn man nicht geimpft ist beispielsweise, weil man sich keiner Gentherapie unterziehen möchte. Und wieder, lasst die Ästhetik entscheiden. Was ist schöner? Ja, so Fleisch, das irgendwie so in so Gläsern schwimmt, in einem Labor. Oder Schweine, die im Wald wieder gehalten werden. Ja? Ist verboten, du darfst in Deutschland eigentlich draußen keine Schweine halten. Und Schweine sind wunderbare Tiere. Da würde auch eine Wertschätzung diesen Tieren entgegenkommen. Und die bräuchten auch keine Medikamente. Wenn die Schweine suchen sich ihre Medikamente, ihre Pflanzen, die sie brauchen, selbst, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Die fressen Eicheln, die fressen Kastanien, die fressen Wurzeln. Ja? Du könntest diese Schweine, wieder Prinzip Permakultur, man müsste den Boden nicht umgraben, sondern du zäunst ein kleines Stückchen ein, wenn du da beispielsweise einen Garten anlegen möchtest, und lässt auf dieses Stückchen Schweine. Und die Schweine fressen das Gras, die Schweine fressen die Wurzeln und die Schweine scheißen dahin und düngen den Boden und pinkeln dahin. Dann sind die Schweine da satt, der Boden ist vorbereitet, du hast da besten Gartenboden und brauchst einfach noch irgendwas einsehen, irgendwas dahinschmeißen vorm Regen. So, die Schweine sind glücklich, die Menschen haben wenig Arbeit und es ist eine Rekordernte, denn der Acker wird von den Schweinen genutzt, wird von den Menschen genutzt, die Mikroorganismen haben was davon, das Ganze ist sehr naturnah. Und erinnert euch an den Ausspruch von Viktor Schauberger, die Natur kapieren und kopieren. Ja, wir haben Flugzeuge, wir fliegen mit Flugzeugen darum. Ja, weil wir irgendwie Vögel kopiert haben. Ja, wir sollten versuchen, möglichst nah an den Prozessen der Natur zu bleiben und die Natur zu imitieren. Und mit ihr zu arbeiten und nicht gegen sie. Es gibt außerdem recht viele Flächen, ja, die landwirtschaftlich nicht genutzt werden können, weil die Bodenqualität zu schlecht ist. Beispielsweise im Moor, Moorlandschaften. Und früher war es so in Deutschland, ja, dass es bestimmte Tierrassen gab. Es gibt zum Beispiel Moorschnucken. Das sind bestimmte es ist eine Schafrasse. Und diese Schafe, die können sich nur von Tannennadeln und Moos ernähren. Ja, die brauchen nichts anderes. Und wenn die in einem Sumpf stecken bleiben, dann können sie sich da selbst wieder rausziehen. Und so kannst du die hochwertigsten Lebensmittel überhaupt produzieren auf Flächen, die für den Menschen nicht nutzbar sind. Und so trägst du durch Tierversorgung, also dadurch, dass du Tiere hältst und Fleisch isst, dazu bei, dass die Nahrungsmittelversorgung gewährleistet werden kann und dass alte Tierrassen erhalten bleiben und nicht aussterben. Durch hochwertigstes Fleisch oder Milch und beste Wolle. Du kannst da gute Kleidung rausmachen. In Sumpflandschaften, Auenwälder, und ich wohne hier in der Altmark, ja, das ist eine der trockensten Regionen Deutschlands. Und das Lustigste daran ist, dass es ehemals eine der feuchtesten Regionen Deutschlands war. Das war hier alles mal Sumpfgebiet. Und dann haben sie diese Entwässerungsgräben überall gemacht. Und jetzt haben wir nach 70 Jahren Entwässerungsgräben in etwa, Trockenheit hier. Und früher sind die Kinder, ich habe meinen Nachbarn gefragt, der so ein alter Opa ist, der ist hier früher auf den Feldern Schlittschuh gefahren. Und heute ist da Wüste. Alles trocken. Und auf diesen Flächen kann man beispielsweise Wasserbüffel halten. Oder Schweine halten. Aber nein, die Schweine, die müssen alle unter Kunstlicht in KZs
gehalten werden, sodass sie niemals das Tageslicht sehen. Oder Hühner. Ja? Anstatt die einfach laufen zu lassen und sich ihr Fressen suchen zu lassen, macht man das irgendwie alles schwierig, weil es nun mal so subventioniert worden ist. Die Politik hat nicht nur versagt auf jeder erdenklichen Ebene, sondern sie ist hochgradig kriminell. Und ich glaube, nicht jeder Politiker, aber viele Leute sehen da die Zusammenhänge einfach nicht. Oder lassen sich schnell ihr Denken schnell beeinflussen. Denn je nachdem, in welcher Position du bist, verändert sich dein Denken sehr schnell. Ja, wenn ein Mensch arm ist, ist er häufig ein Sozialist. Und sobald er mit Geld macht, mit Aktien zum Beispiel, findet er das System dann auf einmal doch ganz gut. Und Gewerkschaften sind dann auf einmal ganz schlecht. Ja, machen wir uns nichts vor, so tickt der Mensch. In vielerlei Hinsicht ist er opportunistisch, denn eine Hirnregion überzeugt die anderen Hirnregionen. Ja, wenn du etwas möchtest, irgendeine Hirnregion möchte irgendwas von dir, dann überzeugt diese Hirnregion alle anderen Hirnregionen. So. Es gibt also wirklich tolle Konzepte, wie man mit der Natur leben kann, wie man hochwertige Lebensmittel produzieren kann, wie man die Artenvielfalt erhöhen kann, wie man die Böden verbessern und retten kann, wie man die Landschaft schöner machen kann, wie man dafür sorgen kann, dass der Wasserspiegel steigt statt sinkt, wie der Mensch ein artgerechtes Leben leben kann, draußen mit frischer Luft und Sonne. Und der Mensch braucht nun mal Sonne. Du brauchst Vitamin D. Du brauchst Bewegung. Du brauchst natürliches Essen. Ja, kein Vitamin D. Ganz, ganz schlecht. Erhöhtes Krebsrisiko. Weiche Knochen. O-Beine. Rachitis. Keine natürlichen Pflanzenstoffe. Keine natürliche Nahrung. Krebs, Diabetes und so weiter. Schäden der DNA. Bewegung. Ja, du kannst deine Sterblichkeitswahrscheinlichkeit extrem erhöhen, wenn du dich nicht mehr so viel bewegst. Ja, wenn du Sonne hast, genügend gutes Essen hast, Bewegung hast, ja, und Ruhe hast vor allen Dingen. Mal abschalten kannst und nicht die ganze Zeit mit fiesen Nachrichten bombardiert wirst, mit Panik und Angst, dann kann der Körper sich so ziemlich von allem erholen. Ja, unser Körper ist nicht nachtragend. Er ist nicht nachtragend. Du kannst wirklich viel Scheiße bauen und dein Körper ist echt eine Wundermaschine und er erholt sich. Er erholt sich. Ja, oder möchtest du alle möglichen Pillen nehmen, Vitamin D nehmen, weil du die ganze Zeit vor einem Bildschirm sitzt, Elektrosmog abbekommst, der dich nachweislich das Krebsrisiko erhöht, der nachweislich deine Fruchtbarkeit einschränkt. Sitzen ist ja das neue Rauchen. Du sitzt, deine Organe werden alle gequetscht. Wir sind ausgelegt für Bewegung. Wir sind ausgelegt für natürliches Essen. Weil wir einfach schon immer unter freiem Himmel gelebt haben und natürliches Essen gegessen haben. Diese Modernisierungen, KIs, künstliche Intelligenz, immer größere Maschinen, Gentechnik. Das ist nicht die richtige Richtung. Es gibt sicherlich Technologie, die gut ist, ja, aber man nicht besser, größer, mehr ist unbedingt das Beste.
So, schauen wir uns die Amish People an, ja? Meiner Meinung nach sind die auf einem guten Stand der Technologie stehen geblieben. Ja, die sind die gesündesten, gehören mit zu den gesündesten und glücklichsten Menschen in der USA. Ja, diese Typen, die mit Kutschen rumdüsen, die haben eine Übergewichtsrate von 3% im Gegensatz zu 80% beim Rest der Bevölkerung. Und hier haben wir wieder Ästhetik. Ästhetik ist Wahrheit. Ist ein Kompass, ästhetisches Empfinden ist ein Kompass, der uns von Gott, von der Natur mitgegeben worden ist. Ja, das, was nicht ästhetisch ist, das meiden wir, weil das häufig mit Krankheit zu tun hat. Ja, du solltest ganz viele Dinge meiden, die unästhetisch sind. Und unterstütz nochmal, verdammt nochmal, deine Bauern, die lokalen Bauern. Tu was gegen diese verdammte Politik. Uns droht eine Hungersnot. Uns droht eine massive weltweite Hungersnot. Und die arbeiten daran, eine große Krise zu erschaffen und diese Krise noch weiter anzuheizen. Denn nur mit einer großen Krise kann es einen Shift geben. Können wiederum Notstandsgesetze ausgerufen werden. Ja. So, wie Klaus Schwab sagt, ja, man soll niemals eine große Krise irgendwie vorüberziehen lassen, ohne sie zu nutzen. Denn Krise bedeutet immer auch Möglichkeit. Und das ist auch für uns eine Möglichkeit. Ja, jetzt diese sich frei werdenden Flächen zu nutzen und selbst Nahrung anzubauen. Zusammen mit anderen, ja, gründe eine solidarische Landwirtschaft. Schließ dich einer solidarischen Landwirtschaft an. Wenn du in der ländlichen Region bist, finde 5, 6, 7 Leute, 10 Leute und holt euch zusammen eine Kuh. Pachtet euch 2 Hektar Land, ja, kostet 600 Euro und dann für 2 Hektar, ja, könnt ihr euch teilen, ist nicht viel Geld. Holt ihr noch ein Wasserfass dahin und dann habt ihr 10 Liter Milch jeden Tag. Und könnt euch die Arbeit teilen und so weiter. Ja, nur als Beispiel, es gibt so viele Möglichkeiten. Vertraue jedenfalls nicht auf diesen Staat. Vertraue denen nicht, dass die sich versorgen werden. Die möchten dich impotent haben, die möchten dich krank haben, die möchten dich abhängig haben und sie möchten dich schwach haben. Ja, es gibt ein sehr tolles Buch von Andreas von Bülow. Andreas von Bülow ist ehemaliger Präsident gewesen Deutschlands. Und Andreas von Bülow hat ein Buch geschrieben, so ein dicker Wälzer, das bedeutet im Namen des Staates. Ich kann das nur jedem empfehlen, wenn der wirklich mal tief eintauchen möchte in das, was so passiert, weltweit. Und Andreas von Bülow beschreibt, wie man in Ländern Minderheiten stärkt, um Revolutionen auszulösen. Und das Gleiche sehen wir auch hier, ja, dass bestimmte Minderheiten, diese LBTG-Heinis, Lesben, Queers, Schwule und so weiter, Feministen, Black Lives Matter Leute, ja, dass man diese Leute alle stärkt, die bekommen alle Subventionen. Und um das herauszufinden, das habe ich in 10 Minuten herausgefunden, ja, diese ganzen linken Aufkleber von der Antifa, die ihr da findet in euren Städten, die werden subventioniert vom Staat. Der Staat wiederum subventioniert, wie heißen die Dinger nochmal, Stiftungen, und diese Stiftungen finanzieren wiederum diese kleineren Antifa-Gruppen und so weiter. Linke Propaganda. Und versuchen schon ganz früh bei den jungen Leuten Einfluss zu nehmen. Ja, und diese Leute für ihre Zwecke einzuspannen. Besonders auch an Universitäten. Ja. Sei vorsichtig, von wem du deine Kinder unterrichten lässt. Also mit Sicherheit würde ich meine Kinder nicht in eine staatliche Schule schicken. Es sei denn, ich kenne die Lehrer gut und persönlich oder habe mir da ein adäquates Bild gemacht. Wahrscheinlich würde ich meine Kinder selbst unterrichten.
Ich meine, wozu hat man denn Kinder? Es ist doch das Schönste, seine eigenen Kinder aufwachsen zu sehen, mit ihnen Zeit zu verbringen und ihnen Werte zu vermitteln. Ihnen zu helfen, über sich selbst hinauszuwachsen, sie ein bisschen zu pushen, ihnen zu zeigen, was sie nicht können, also ihnen zu zeigen, was sie können und was sie auch nicht können, Grenzen setzen und so weiter, ja? Das ist doch etwas Erfüllendes. Und erst wenn man eigene Kinder hat, versteht man sein eigenes Leben dann nochmal rückblickend ganz anders. Und man versteht auch die eigenen Eltern, den eigenen Vater nochmal auf eine andere Art und Weise. So Leute, bildet Gruppen, bildet Banden. Macht was. Männer sind Macher. Männer sind Macher. Und lasst euch von den Frauen unterstützen. Ja, wenn ihr zusammenkommt, dann macht irgendwas. Hängt nicht rum. Männer haben immer eine Mission und müssen machen. Das heißt, löst Probleme. Ja, trefft euch und macht irgendwas. Macht einen Garten, pflanzt ein paar Bäume, irgendwelche Aktionen. Ich darf ja hier nicht so irgendwie zu Dummheiten aufrufen. Dafür kann man ja Knast bekommen. So. Ja, das war kurz ein spontanes Video von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Und verlasst euch nicht auf die, sondern werdet selbst tätig. Trefft euch, kommt zusammen und löst Probleme. Es gibt einen, der ist vielleicht besser darin zu arbeiten. Er hat viel Energie, viel Power und kann Sachen umsetzen. Der andere ist besser, kann kommunizieren, kann Leute zusammenbringen, aber hat vielleicht nicht so viel Kraft zum Arbeiten. Und wieder ein anderer hat ein ausgezeichnetes strategisches Denken. Und wieder ein anderer hat den großen Überblick. Ja, das Tolle ist, ich habe hier Freunde, ja, und ich weiß, mit diesen Freunden, die haben so viele verschiedene Fähigkeiten. Und egal was ist, ich weiß, zusammen finden wir immer Lösungen. Und für mich ist da auch mein Onkel, meine Familie, ein riesengroßes Vorbild. Denn ich weiß, die Männer früher und mein Onkel, mein Vater und so weiter, die machen alles, haben alles selbst gemacht, ja. Die haben gearbeitet, dein Haus gebaut, das Haus geplant, alles selbst gemacht, das Gerüst gebaut aus Holz, was sie im Wald geschnitten haben, das Gerüst selbst gebaut. Wenn es irgendein Problem gab, Schnaps haben sie selbst gemacht, Wein haben sie selbst gemacht, Fleisch haben sie selbst gemacht. Sie haben einfach alles selbst gemacht. Sie haben unglaublich viele Fähigkeiten, Motoren selbst repariert, selber Maschinen gebaut, ja, all das. Und ich weiß, dass ihr auch viele Fähigkeiten habt und wenn ihr das zusammenbringt, zusammenwirkt und zusammen eine Mission verfolgt, dann kann Unglaubliches passieren. Ja, verstarrt nicht, sondern macht, arbeitet, hängt nicht bloß zusammen rum, sondern trefft euch mal einen Tag bei dem einen, macht da irgendwas zusammen, sägt zusammen Holz, baut zusammen ein Haus, organisiert zusammen eine Feier, ja, und am nächsten Tag geht ihr alle zusammen zu dem anderen. So geht die Arbeit viel schneller und sie macht viel mehr Spaß. Denn das, was wirklich wichtig ist im Leben, ist das, was sich nicht abnutzt. Alles, was unwichtig ist im Leben, sind Dinge, die sich abnutzen. Materielle Dinge. Die Dinge, die wichtig sind, sind deine Fähigkeiten. Die wachsen dadurch, dass du sie benutzt. Deine Beziehungen wachsen dadurch, dass du sie benutzt. Dein Geist und dein Körper wachsen dadurch, dass du sie benutzt. Ja, so kannst du unterscheiden zwischen wesentlichen, wichtigen Dingen und unwesentlichen. Bla bla bla. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Cheerio, wir sehen uns bald, hören uns bald hoffentlich wieder. Bis dahin, ciao.